Hallo, Ralf. Ja, hallo. So, du bist hier, um uns was zu erzählen über deine Arbeit, deine Erfahrung mit The Work of Byron Katie. Vielleicht kannst du uns erstmal kurz sagen, worum es da überhaupt geht. Was heißt das? Was ist The Work? The Work ist einfach eine Methode, eine Art, wie wir sehen können, was genau es ist, was uns in irgendeiner Form Stress bereitet oder belastet. Und da gibt es Hilfsmittel, womit wir das ziemlich klar erkennen können, zum Beispiel ein Arbeitsblatt, was wir gerne benutzen, um stressige Situationen auf Papier zu bringen. Ja, und das ist wirklich die Basis, womit wir anfangen. Was wir machen können, ist, unseren Körper sozusagen als Messgerät zu nehmen oder unsere Gefühle als Messgerät zu nehmen. Ja, wenn wir merken, irgendwas fühlt sich nicht gut an in uns, dann ist nach meiner Erfahrung ist so, dass da irgendwelche Gedanken hinterstehen müssen. Und letztlich, dass da irgendwelche Gedanken hinterstehen müssen, die mit der Realität, so wie sie schon ist, kämpfen. Ja, wo wir mental im Kampf sind mit der Realität. Und wenn wir das sind, dann wird die Folge davon ein stressiges Gefühl sein. Das können wir wahrnehmen. Andersrum gesagt, wenn da stressige Gefühle auftauchen, wie vielleicht Wut oder Ärger oder Traurigkeit oder Eifersucht oder was auch immer das ist, ja, wenn ein Gefühl von Stress auftaucht, dann können wir gucken, hey, was ist denn da eigentlich los? Und dann können wir diese Gedanken, eben zum Beispiel mit diesen Arbeitsblättern, die wir gerne benutzen in der Work, identifizieren. Und der zweite Schritt der Work ist dann genau diese Gedanken, die diesen Stress verursachen, die diese stressigen Gefühle verursachen, zu hinterfragen. Und das Hinterfragen, das passiert mit im Kern vier Fragen und dann Umkehrung zu dem, was wir eben bisher gedacht und geglaubt haben. Umkehrung zu dem, was uns eben diesen Stress verursacht hat. Und was wir seit ungefähr 7 Jahren mit drin haben in der Work, sind die Beispiele für die Umkehrung. Das gibt es in dem Buch Lieben, was ist, von Byron Katie. Byron Katie ist eben die Work entdeckt hat, die Fragen entdeckt hat. Oder sie sagt gerne auch, dass die Fragen sie entdeckt haben. In diesem ersten Buch finden sich diese Beispiele für die Umkehrung noch nicht. Und diese Beispiele machen das sehr, sehr konkret in unserem täglichen Erleben. Warum das komplette Gegenteil von dem, was wir bisher gedacht und geglaubt haben, einfach genauso wahr sein könnte. Oder, und das ist wirklich immer wieder erstaunlich, finde ich, oder in den meisten Fällen eigentlich sogar noch viel wahrer ist, als das, was wir geglaubt haben. Als das, was wir geglaubt haben und was uns eben diesen Stress bereitet hat und dieses Gefühl von abgetrennt sein. Finde ich spannend, gerade so zu merken, du fängst eigentlich ja mit der Umkehrung fast an, so ein bisschen. Ich erinnere mich, dass ich mal von Katie gehört habe, dass sie sagte, dass es am Anfang oftmals nicht so ratsam ist, für die Leute direkt zur Umkehrung zu springen, dass manche vielleicht gerne direkt zur Umkehrung springen wollen und dass es aber hilfreich sein kann, erst diese anderen vier Fragen zu untersuchen. Kannst du damit was anfangen oder scheint das irgendwie sinnvoll? Oder? Ja, es macht für mich absolut Sinn, die Fragen zu stellen und dann erst die Umkehrung zu machen. Es gibt die Tendenz bei manchen Leuten, wo ich sagen würde, das ist dann eher ein mentaler Prozess, ja, wo die sagen, oh, die Work, 4 Fragen und die Umkehrung, ich habe es verstanden, ich brauche es einfach nur umzukehren. Was passiert, wenn wir das machen, wenn wir eben nicht uns auf diese Fragen einlassen vorher, ist sehr oft, dass wir hart gegen uns selbst werden und einfach versuchen, da irgendwas mit hinzukriegen. Und das ist nicht das, worum es geht und nicht das, was sich letztlich gut anfühlt. Ja. Sondern worum geht es? Ja, es geht darum, wirklich. Im Kern ermöglicht mir die Work zu sehen, was ist, würde ich sagen. Ja, es ermöglicht mir, das zu sehen, was ich bisher noch nicht so klar gesehen habe. Und es geht darum, die Gedanken wirklich zu hinterfragen. Und am besten mache ich das vielleicht einfach mal an einem Beispiel klar, dass ich mal die 4 Fragen vorstelle und einfach eine Möglichkeit zeigt, wie wir uns darauf einlassen können. Und was ich gerne als Beispiel nehme, ist, die erste Work, die ich mit meiner Tochter gemacht habe, als sie damals 4 Jahre alt war. Und da lag sie, Kaya heißt sie ja, lag Kaya weinend im Bett, hatte totale Angst und war ganz verzweifelt, weil sie absolut davon überzeugt war, dass unser Haus abbrennt. Die hatte eine Woche vorher hatte sie ein Haus gesehen, was abgebrannt war. Sie hatte an dem Tag in der Zeitung ein Foto gesehen vom abgebrannten Haus. Und
sie war überzeugt davon, unser Haus brennt ab. Die hatte totale Panik abends im Bett. Ich hatte mich zu ihr gelegt, lag dann eine halbe Stunde mit ihr, hatte sie im Arm und die hat sich überhaupt nicht wieder beruhigt. Ich habe sie dann gefragt, oder ich habe ihr gesagt, da kommen noch immer die Leute zu mir und wenn es dir nicht gut geht, stell denen einfach ein paar Fragen, soll ich das mit dir auch mal machen? Und dann meinte sie, ja, mach mal. Ja, und dann habe ich eben die Work gemacht mit ihr. Der erste Part, das Identifizieren der Gedanken, die Stress machen, war ganz einfach. Ja, der Gedanke, der all diesen Stress ausgelöst hat, war in ihrem Fall, unser Haus brennt ab. Und dann habe ich angefangen, das zu hinterfragen. Die erste Frage der Work ist das wahr? Ja, und ich habe das in der Sprache ein bisschen angepasst. Für Kaya, wo ich dachte, mit ihren 4 Jahren, vielleicht braucht sie ein paar andere Worte. Ich habe sie einfach gefragt, unser Haus brennt ab, stimmt das? Und ihre Antwort war ja, weil sie so davon überzeugt war. Sie hat das einfach geglaubt, was sie gedacht hat. Und was ich ganz interessant finde, das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen kindisch und als wenn wir Erwachsenen sowas nicht glauben würden. Was ich letztlich merke, ist bei jedem stressigen Gedanken, bei jedem Gedanken, den wir mit der Realität kämpfen, ist es genauso kindisch, wenn wir daran festhalten und glauben, es ist wahr, was wir da denken. Okay, sie hat gesagt, ja, das ist wahr, ja, das stimmt, unser Haus brennt ab. Und dann gibt es die zweite Frage der Work, die lautet, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Ich habe sie gefragt, kannst du ganz sicher sein, dass unser Haus heute Nacht abbrennt? Da meinte sie nein. Und es gab ein kurzes Innehalten, würde ich sagen, bei ihr. Und letztlich ist es egal, ob diese Fragen mit einem Ja oder einem Nein beantwortet werden. Es ist einfach die Einladung, genauer hinzuschauen, was ist da eigentlich los. Dann kommt die dritte Frage der Work und die dritte Frage lautet, wie reagierst du, was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Unser Haus brennt ab. Ich habe Kaya gefragt, wie geht es dir, wenn du glaubst, unser Haus brennt ab? Und dann hat sie das beschrieben oder... Sie hat, nicht beschrieben, was sie hat mich für verrückt erklärt, weil es so offensichtlich war, wie es ihr ging. Ja. Sie hat einfach gezeigt, so geht es mir, ja, mit dieser ganzen Angst, dieser Panik. Und das war ihre Antwort, das war so offensichtlich. Und diese dritte Frage, wie reagierst du, wenn du das glaubst, ist eben die Einladung, diesen ganzen Schmerz, den es macht, an diesem Gedanken festzuhalten, wirklich einzuladen, das wirklich zu fühlen und zu spüren. Ja, ein Vorteil gegen die Work ist, dass es so ein mentaler Prozess ist und das ist es für mich überhaupt nicht. Wir benutzen zwar den Verstand, um die Fragen zu stellen und auch vielleicht die Antworten in Worte zu packen, aber letztlich geht es darum, es wirklich zu spüren, was es mit uns macht und diesen ganzen Schmerz einfach da sein zu lassen und wirklich einzuladen. Und dann geht es zur vierten Frage. Die vierte Frage ist, wer oder was wärest du ohne den Gedanken? Ich habe Kaya gefragt, wer wärst du, wenn du nicht denken würdest, unser Haus brennt ab, wer wärst du ohne den Gedanken? Und sie guckt mich an, überrascht, ihr Gesicht hält sich auf und sie meint, dann wäre alles gut. Ja, ich weiß nicht mehr wörtlich, irgendwas in der Art, sie sagt, dann ist alles gut. Und in dem Moment war diese Trance, könnte man sagen, bei ihr vorbei. Der ganze Schmerz, die ganze Angst, ja, die ganze Panik, war in dem Moment vorbei und es war schon erstaunlich, wie diese 4-Jährige das so klar sehen konnte. Und der Form halber habe ich dann nochmal die Umkehrung gemacht, ja das Gegenteil von unser Haus brennt ab ist unser Haus brennt nicht ab und ich habe sie einfach gefragt und könnte das auch sein, dass unser Haus nicht abbrennt? Und dann man sieht, klar, es war so offensichtlich dann für sie. Ja. Und das Interessante war, dass es dann nicht nur okay war für sie, da im Bett zu liegen, sondern dass da sogar eine Freude und ein Glücklichsein da war. Die war total glücklich in dem Moment. Und das ist eine der Sachen, die ich so schön finde, dass wenn wir diesen Schmerz einladen und da sein lassen und das hinterfragen, dass genau diese stressigen, schmerzhaften Gedanken, die wir normalerweise am liebsten wegschieben würden, dass genau die dazu führen, dass wir bei uns selbst so ankommen, dass wir sehen können, alles ist in Ordnung und dass sich da einfach ein Glücklichsein, ja, ein Gefühl von Glück und Frieden und Liebe genau dann zeigt. Das ist genau mein Lieblingsteil bei der Work, diese Frage, wer wärst du ohne den Gedanken und dieses manchmal wirklich sogar Unbekannte, was sich dann auftun kann.
Und mir scheint, dass das wirklich ein ganz, ganz wichtiger Teil dessen ist. Ich weiß nicht, ob du dazu vielleicht noch was sagen kannst. Einerseits scheint es ja so, als ob The Work eben einfach eine Technik ist. Wir fragen, die kann jeder machen. Aber wir haben ja auch schon ansatzweise darüber gesprochen, dass es eben doch auch sehr wichtig ist, wie das gemacht wird. Ja. Und in welcher Geisteshaltung. Ich habe den Eindruck, manchmal wird The Work immer wieder benutzt, auch wenn Byron Katie selbst immer wieder sehr deutlich darauf hinweist und ich auch in meinen Gruppen immer wieder deutlich darauf hinweise, dass es eben nicht darum geht, irgendwas Bestimmtes zu erreichen dadurch, dass ich The Work mache. Wenn wir das machen, dann wird The Work nicht funktionieren. Ja, The Work funktioniert, wenn wir ehrlich auf die Fragen antworten, so ehrlich, wie uns das in diesem Moment möglich ist. Wenn wir so ein Motiv haben, dass wir irgendwas verändern und erreichen wollen, dann werden wir nicht wirklich ehrlich antworten, weil die Natur des Verstandes ist, dass er versucht, so hilfreich wie irgend möglich für uns zu sein und dann versucht, die richtigen Antworten zu finden. Und das ist letztlich nicht ehrlich. Letztlich beantworten wir die Fragen dann nicht. Ja. Und das Wesentliche ist wirklich, uns einzulassen auf diese Fragen und es wirklich zu spüren und es nicht nur als einen mentalen Prozess zu machen. Wenn wir einfach flüchtig und mental diese Fragen beantworten, dann würde ich auch sagen, letztlich beantworten wir sie dann nicht wirklich. Die Fragen sind die Einladung, ganz tief zu spüren, welche Antworten dazu auftauchen. Die Work ist eine Meditation in dem Sinne, dass wir, wenn wir die Frage hören, hier still werden, die Einladung ist still zu werden und wir abwarten, welche Antwort sich zeigt. Das ist eher ein Abwarten dessen, was sich zeigt, als wirklich aktiv zu antworten. Ja, und missverstanden wird es eben oft, dass ich irgendwas erreichen will damit und dann ich versuche einfach mit den richtigen Antworten ja, das zu erreichen, was ich haben will. Was anderes ist, wenn man oberflächlich die Work macht, wir auch eben auf dieser mentalen Ebene bleiben und uns nicht wirklich erlauben zu spüren, was da wirklich auftaucht. Zum Beispiel bei der dritten Frage, die ich vor der vierten Frage ganz essentiell finde, ja erstmal zu sehen, wie reagierst du, wenn du den Gedanken glaubst, diesen ganzen Schmerz da sein zu lassen. Und wenn wir da nicht wirklich bereit sind, das da sein zu lassen, dann ist meine Erfahrung, dass es dann auch in der vierten Frage, bei der Frage, wer wärst du ohne den Gedanken, nicht so eine tiefe Erkenntnis dessen gibt, was wir wären oder was wir sind ohne diesen Gedanken. Insofern geht es darum, es wirklich total zu spüren. Ja. Würdest du dann schon sagen, dass es sinnvoll ist, damit zunächst mal eine Begleitung zu haben oder das erstmal zu erfahren in der Gegenwart von jemand, wer sich damit auskennt? Denn es sieht ja sehr so aus, wie das ist einer der großen Vorteile an der Work, dass sie so praktisch und einfach strukturiert ist, dass jeder das nehmen und für sich selber anwenden kann. Aber ist dann vielleicht die Gefahr, dass es eher oberflächlich bleiben könnte oder für verschiedene Zwecke eingesetzt wird, was derjenige nach bestem Wissen und Gewissen vielleicht gar nicht mal bemerkt? Ja, wenn wir das als Gefahr bezeichnen wollen, manchmal scheint das eine gewisse Gefahr zu sein, ja. Und es ist einfach verschieden. Es gibt Menschen, die lesen nur das Buch oder manche sehen nur so eine Anleitung, die auf so einem kleinen Zettel steht, machen die Work für sich und kommen wirklich zu ganz tiefen Erkenntnissen, zu einer ganz tiefen Freiheit dadurch, ohne dass sie jemals mit jemandem zusammengearbeitet haben. Das ist eine Möglichkeit. Gleichzeitig haben wir ja die Möglichkeit, Katie zum Beispiel auch zu sehen bei der Arbeit, wenn wir bei YouTube Byron Katie eingeben und einfach sehen, wie sie mit jemandem arbeitet, was uns vielleicht helfen kann, uns selbst dazu einzuladen, in diese Tiefe zu gehen, wenn wir die Fragen beantworten. Und andererseits ist meine Erfahrung auch sehr, dass es so unterstützend ist, wenn Leute eben ja, zu Byron Katie kommen oder auch in meine Gruppen kommen und dann diese Einladung annehmen, sich wirklich tief auf diese Fragen einzulassen. Und möglicherweise gibt es auch sowas, wenn ich als Begleiter da sitze und mir diese schmerzvolle Geschichte, dann, die wir präsentieren, und das ist die Einladung, mit den schmerzvollsten Geschichten, die da sind, anzufangen, mit den schmerzvollsten Situationen anzufangen, die zu hinterfragen, dass es den Menschen leichter fällt, wirklich dabei zu bleiben und wirklich ihre Antworten zu finden, in den Schmerz hineinzugehen und aber auch mit der vierten Frage, wer wärst du oder wer bist du ohne den Gedanken, in die Freiheit entdecken zu können,
dass es oft einfacher ist, wenn da ein Begleiter ist, der selber das Problem nicht glaubt, der selber diese Geschichte nicht glaubt und insofern den Raum dafür öffnet, dass sich was anderes zeigen kann, als das, was wir vielleicht seit Jahren oder seit Jahrzehnten geglaubt haben. Und dann wiederum ist es so genial und bei der Work, dass wir, wenn wir erstmal, dass wir uns ein bisschen entdeckt haben, dass es wirklich ein Werkzeug ist, was wir mit jedem Gedanken, der im Alltag auftaucht, anwenden können, um wieder diese Gedanken zu hinterfragen. Und ich würde sagen, letztlich ist das Einzige, was uns davon abhalten kann, zu erkennen, dass wir schon frei sind, ja, dass wir einfach Liebe sind, das Einzige, was uns davon abhalten kann, das zu erkennen, ist letztlich ein Gedanke, der auftaucht und den wir glauben. Ja, nichts anderes könnte das verdecken, nichts anderes kann das sein. Und mit jedem schmerzvollen Gedanken, der auftaucht, können wir dann wieder zurückkehren in das, was wir sind, ohne diese Gedanken. Und sehr oft scheint es eben so zu sein, dass gerade die schmerzvollsten Geschichten uns die größten Schätze im Inneren offenbaren, was ich in meiner eigenen Geschichte kenne und was ich immer wieder erlebe. Je schmerzvoller die Geschichte ist, umso tiefer kann die Erkenntnis sein, ja, als wenn wirklich die Geschenke verpackt sind, ja, wirklich richtig verpackt sind. Und ja, umso schmerzhafter es ist, könnten wir sagen, sind sie umso fester erstmal verpackt, und mit der Work haben wir eben das Werkzeug, sie auszupacken. Und es hört sich für mich schon sehr so an, wenn ich dich sprechen höre darüber, wie das ist, damit in Begleitung zu sein oder dass dann da jemand ist, der sozusagen den Raum gewährt, der das nicht sofort glaubt, ja, und so diesen meditativen Charakter dessen, das wirklich zur Erfahrung einzuladen und dann zu schauen, was ist die Wirklichkeit dessen. Das klingt ja sehr ähnlich, sehr verwandt eigentlich wie Advaita Selbsterforschung in der Tradition von Shilamana Maharshi oder Satsang. Ja, insofern in dieser direkten Begegnung spielt es eine Rolle, würde ich sagen, wie ich mich einlassen kann als Klient. Wenn ich selber noch nicht tief verwurzelt bin in dieser Erfahrung, dass ich eben nicht diese Geschichte bin, die ich jahrzehntelang geglaubt habe, die ich war in meinem Leben, ja, was ich jahrzehntelang geglaubt habe, wenn ich da noch nicht tief verwurzelt bin, dann ist es eine große Unterstützung, wenn da jemand sieht, der sich nicht in diese Geschichte mit rein involviert. Ja, was Katie sagt, was meine Erfahrung ist, wenn wir in der Gegenwart eines Menschen sind, da für den das, was wir glauben, dass es ein Problem ist, für den dieses Problem überhaupt nicht existiert, der einfach nicht glauben kann, dass es da dieses Problem gibt, dann eröffnet sich in mir was, dass ich mich darauf einlassen kann, was anderes zu entdecken, als das, was ich bisher geglaubt habe. Und der Spruch von Katie, den ich auch sehr liebe und gern zitiere, ist, dass die Wirklichkeit immer freundlicher ist als unsere Vorstellung. Ja. Ja, und das ist das, was ich eben durch meinen persönlichen Weg, wo eben die Work einen ganz, ganz großen Teil ausmacht, eben mit den Erfahrungen aus dem Satsang, aus dem Advaita, ja, weil was ich so deutlich erkennen konnte, ja, als ich Katie das erste Mal sagen hörte vor 10 Jahren, da war das total theoretisch für mich, ja, dass die Wirklichkeit immer freundlich ist, und ich dachte, wovon redet die? Und da war so eine Ahnung, dass sie recht hat damit. Bloß ich konnte es nicht sehen damals. Damals habe ich es nicht für mich so erleben können. Und was ich eben mit dem Einlassen auf diesen Prozess für mich gezeigt hat, ist, dass es die absolute Realität ist. Und dass es letztlich so einfach ist, das wirklich auch zu erkennen, weil in diesem Moment, jetzt hier, wenn ich mich frage, wo könnte jetzt hier in diesem Moment ein Problem sein? Dann kann es nicht existieren. Es kann immer nur ein Problem sein, wenn ich in die Zeit gehe, wenn ich ja, es konstruiere, wenn ich es mit meinem Gedanken konstruiere, mit meinem Denken mache. Und selbst inmitten eines Problems, wenn ich in diesen Momenten frage, wer oder was bin ich jetzt in diesem Moment ohne die Geschichte? Ja, was ist jetzt genau in diesem Moment? Dann gibt es da nie ein Problem.
da ist die Wirklichkeit immer freundlich. Ja, und insofern ist das, wo die Realität als unfreundlich empfunden wird, sind wir einfach in unseren Gedanken, man könnte sagen, wie gefangen, ja, wo ein Gedanke dem anderen folgt und wir in diesem Prozess sind und gar nicht sehen, was wirklich in diesem Moment da ist. Und da wirkt es so, als wenn diese Probleme Realität sind. Und die Burke ist wirklich, wirklich so genial darin, dass wir genau mit diesem, was so an Gedanken schmerzhaft ist, dass wir genau das nehmen können, um eben erkennen zu können, dass das nicht real ist, dass wir einfach schon Freiheit sind, dass wir Liebe sind. Katie sagt ja auch, das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Gedanke. Und dann ist die Work genau dafür gut, die Substanz von Gedanken oder die Wirklichkeit von Gedanken zu untersuchen, oder? Ja. Und das ist auch meine Erfahrung, wenn ich Katie das sagen würde, ich habe Jahre für mich geforscht, könnte sie recht haben damit oder hat sie vielleicht nicht recht damit? Was ist meine eigene Erfahrung damit? Und ich bin dazu gekommen, dass sie mit diesem Zitat absolut recht hat. Ja, das Schlimmste, was jemals passiert ist, was jemals passieren kann, ist ein Gedanke, den ich glaube. Nichts Schlimmeres ist je passiert und nichts Schlimmeres kann passieren. Und kannst du dazu vielleicht noch was Konkreteres sagen? Ich meine, für die meisten von uns, den Großteil der Zeit, scheint es ja so, als ob das eine ziemlich absurde Behauptung ist. Wie, warte mal, das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Gedanke. Aber wenn ich mir ein Bein breche, ist das doch viel schlimmer. Das ist doch nicht nur ein Gedanke. Oder gar das Genick, oder? Ja, es kommt immer darauf an, auf welcher Ebene wir dann anfangen, wenn wir darüber so diskutieren oder darüber reden, das zu sehen. Ja, das vielleicht vorweg einmal, letztlich können wir die Work nicht dazu benutzen, irgendein Konzept wieder draus zu machen. Natürlich wird der Verstand das versuchen, wie mit allem, was er erfährt, da ein Konzept draus zu machen. Wenn ich jetzt rausgehen würde und jemand bricht sich das Bein und hat Schmerzen und liegt da am Boden und kann nicht aufstehen und es tut weh und leidet darunter, ja, wenn ich dann hinkomme und sage, hey, und na, das Schlimmste, was hier passiert ist, ist ein Gedanke und da ist überhaupt kein Problem, dann wäre das weder für mich liebevoll, noch würde dem Menschen das irgendwas nutzen. Ja. Das, was wir machen können, ist, wenn wir selber in einer Situation sind, dass wir in jedem Moment die Work als Selbsterforschung benutzen können und das für uns selber entdecken können. Und das ist wirklich das Potenzial. Das, ja, und darum geht es im Wesentlichen. Ja. Es geht nicht darum, das für andere zu entdecken oder dann eine Theorie draus zu machen. Es muss für alle so sein, sondern wirklich diese Selbsterforschung zu machen. Das ist das, worum es geht. Was meine Erfahrung ist, ist, dass wenn ich zurückblicke, dass in, ja, in meinem Leben ist noch nie was Schlimmes passiert. Und es gab die Phasen oder die Momente, die Situation, wo es sich anders angefühlt hat, wo es sich sehr dramatisch und schmerzvoll angefühlt hat. Oder es gab all die Jahre, wo ich mich nicht wirklich wohl fühlte und wo es, ja, wo da das Leben sehr angstgeprägt war, auch wenn ich zu denen gehöre, die das vielleicht gar nicht so sehr mitbekommen haben und wo es sich aber eben nicht frei und gut und glücklich anfühlte. Und diese, ja, diese Phasen gab es. Und wenn ich jetzt zurückblicke, merke ich, da ist nie was Schlimmes passiert. Auch wenn es sich anders angefühlt hat. Und wenn ich jetzt gucke, was könnte das Schlimmste sein, was ich mir vorstellen kann, was passieren könnte, dann merke ich, dass das ist einfach für mich nur eine Idee von der Wirklichkeit, nur ein Gedanke über die Wirklichkeit sein kann, der schlimm sein könnte. Und wenn ich das mir ausmale, und das kann auch, wenn wir uns auf die Work einlassen, immer wieder die Einladung zu sein, auch unsere Ängste uns anzugucken, wenn wir die dann wieder hinterfragen, dann können wir sehen, ohne diese Geschichte über diese Situation ist es nicht schlimm. Und dann können wir sogar erkennen, dass wir bereit sind, das, was wir, wovor wir so viel Angst hatten, dass wir das wieder erleben können. Und das ist eine spezielle Umkehrung, die in manchen Sätzen eben auftaucht, und dass wir uns sogar darauf freuen können, dass genau das wieder passiert, was uns am meisten Angst gemacht hat. Und das ist erstaunlich. Und es ist erstaunlich, wie leicht die Menschen den Zugang haben, das erleben zu können, was vorher absurd und theoretisch klingt. Wo auch meine Klienten
damals, als ich angefangen habe, auch Menschen mit der Work zu begleiten, auch viel weiter waren, als ich dachte, dass sie es sind. Ja, wo die einfach in die Umkehrung reingesprungen sind und das, nachdem sie halt auch andere Sätze hinterfragt haben, ich würde nicht sofort zu so einem Punkt kommen, aber dann konnten sie sehen, ja, ich kann mich darauf freuen, dass der mich wieder so schlecht behandelt, was vorher die Horrorvorstellung war. Weil sie sehen können, das Schlimmste, was passieren kann, dann ist ein Gedanke, den ich glaube. Und entweder kann ich in der Situation sehen, dass ich frei bin, oder ich kann sehen, da taucht ein Gedanke auf, den ich glaube, und den kann ich dann wieder hinterfragen mit der Wort. Und schlimmer kann es nicht kommen. Ja, und wenn wir da noch auf die Ebenen gehen, du meintest, ja, wenn ich mir das Genick breche, was ist denn dann? Wir auch sehen können, solange wir Angst haben vor dem Tod oder vor dem Sterben, solange wir denken, da könnte irgendwas Schreckliches passieren, fühlt es sich bedrohlich an und fühlt es sich beängstigend an. Und auch diese Gedanken können wir hinterfragen. Und es ist absolut erstaunlich, was dabei herauskommt, wenn Leute da hingucken. Ja, meine Erfahrung, wenn ich da mit Leuten gearbeitet habe, wenn die befürchten, dass jemand stirbt, ist immer wieder, dass sie Angst haben, was mit ihnen passiert, wenn diese Person stirbt. Das klingt erstmal absurd und das ist das, was immer wieder auftaucht, dass der dann nicht mehr da ist, dass ich mich dann allein fühle und. Und was sich sehr leicht zeigt, ist, dass für die allermeisten Menschen, mit denen ich mir das angeguckt habe, klar war, für den Menschen, der da stirbt, wird es in Ordnung sein, wenn er tot ist. Es war gar nicht die Angst vor dem Tod sein, sondern die Angst, was ist mit mir, wenn ein mir lieber Mensch sterben würde. Und dann können wir sehen, dass das all die Gedanken sind, die wir haben über die Situation. Ja, was bedeutet das, wenn er sterben würde für mich? Und all das können wir dann wieder hinterfragen. Und herausfinden, dass wir auch nicht wissen, ob das wirklich stimmt. Ja, und sehen, ja, und sehen können, dass es nicht die Realität ist. Das ist meine Erfahrung, wenn wir uns da tief drauf einlassen. Auch das erinnert mich sehr an Satsang, ja, so irgendwie, wenn Papaji zum Beispiel sagt, irgendwie glaube nichts und niemand, auch nicht dem, was ich sage, du hast nicht einfach geglaubt, was Byron Katie gesagt hat oder was deine Gedanken sagen, sondern das für dich selber untersucht. Ja. Ich würde sagen, es sind Satsang und Advaita, ja, und auf der anderen Seite die Work, es sind einfach verschiedene Zugänge, die zur gleichen Erfahrung, wenn wir es Erfahrung nennen wollen, führen können. Und ja, ich habe Satsang und The Work kennengelernt am gleichen Tag vor 10,5 Jahren. Und für mich gehört es immer zusammen. Es war nie, für mich nie wirklich getrennt. Und auch im Satsang gibt es ja Arten von Selbsterforschung, die, ja, und viele Menschen, die Satsang anbieten, benutzen ja sogar auch die Work in ihren Satsangs. Und das ist der eine Part, was so wertvoll ist am Satsang, ist, dass es wirklich so offensichtlich wird, dass einfach der Verstand zur Ruhe kommen kann und sich zeigen kann, was ist denn unterhalb dieses, ja, oder was zeigt sich, wenn dieser Verstand eben nicht mehr so aktiv ist, und dass das in der direkten Erfahrung sehr deutlich werden kann. Und das ist das Wunderschöne am Satsang. Und mit der Work haben wir eben das Werkzeug, dass in dem Moment, wo dann der Verstand doch wieder aktiv wird, wir genau das nehmen können, auf Papier bringen können, den Verstand sozusagen anhalten können auf Papier, um es dann ganz genau zu hinterfragen. Ja, und da geht es wirklich darum, ganz genau damit zu sein, und es ist so ein bisschen wie so ein chirurgischer Eingriff. Und dann können wir über dieses Hinterfragen wieder auch in den gleichen Zustand kommen, der sich offenbart, wenn wir eben im Satsang sitzen. Und für mich gehört es so zusammen, weil ich eben sowohl im Satsang die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die einfach ein ganz direktes Erleben waren und die so wertvoll waren und sich, ja, die mir offenbaren konnten, was ich bin ohne meine Geschichte, ohne dass es Worte dafür brauchte, das war so wertvoll. Und auf der anderen Seite zu sehen, immer dann, wenn im Alltag der Verstand dann doch wieder aktiv wurde, dann konnte ich diese Konzepte hinterfragen. Und wenn ich das immer wieder gemacht habe, dann kann der Verstand irgendwann nicht mehr diese Gedanken so greifen, die er immer geglaubt hat. Und da arbeite ich letztlich an den geistigen, gedanklichen Konzepten und nicht an einzelnen Gedanken. Und wenn diese Konzepte mal durchschaut worden sind, dann greift der Verstand irgendwann nicht mehr nach diesen Konzepten. Das heißt, wir sind
auch außerhalb des Satsangs immer mehr in diesem Zustand des einfachen Seins, was einfach wunderschön ist. Und so, finde ich, kommen diese beiden Wege sehr, sehr schön zusammen. Und sowieso, es gibt so viele schöne Einladungen, die wir in unseren Zeiten haben, die zur Verfügung stehen. Und die Work ist für mich einfach das genialste Mittel, um direkt mit dem Verstand zu arbeiten und direkt eben da, wo der Verstand am Rad schraubt, ja, den da zu nehmen und genau da den Verstand anzuhalten oder den Verstand wieder zum Herzen zurückzuführen. Und das finde ich eben einen sehr wertvollen Ansatz, eben nicht nur, in Anführungsstrichen, nur in der Meditation oder in der Entspannung sein zu können und zu sehen können, okay, wenn ich in der Meditation bin, dann ist da kein Problem, sondern dass wir auch inmitten des aktiven Verstandes das erkennen können, dass da kein Problem ist, dass wir einfach frei sind. Noch was du noch zu Satsang und The Work sagen möchtest, wie das zusammenhängt oder gleich oder verschieden ist oder so? Ja, ich würde sagen, verschieden ist es nicht. Es ist einfach ein anderer Ansatz. Ja. Wobei auch Satsang, wenn ich gucke, was im Satsang angeboten wird, dass ja auch verschiedene Zugänge sind, die verschiedene Menschen, die Satsang anbieten, da anbieten. Ja. Und Satsang sehr direkt in der Linie von ja, Papaji und Sri Ramana Maharshi, diese Art Selbsterforschung, finde ich letztlich sehr, sehr ähnlich an der Work dran. Und ich meine, Ramanas Frage, ja, wer bist du? So, was ist ja den Kern dessen, was man, wenn man das als seine Lehre bezeichnen würde, was auch schon wieder nicht stimmt, aber wo im Kern steht, wer bin ich als Frage, das ist die vierte Frage der Work. Ja, wer bin ich ohne meine Geschichte? Was sich für mich einfach zeigt, ist, wenn ich hier Leute fragen würde, die eben nicht so einen spirituellen Weg bisher gegangen sind oder so einen Zugang haben dazu, wenn ich die einfach fragen würde, sag doch mal, wer bist denn du ohne deine Geschichte? Oder wer bist denn du wirklich? Ja, wer bist du? Dass dieser Zugang, wie er vielleicht für die Menschen, die mit Ramana wirklich waren, relativ einfach zu erkennen war durch seine Präsenz oder die auch im Satsang vielleicht einfach zu erkennen ist, ja, wer bin ich ohne das? Dass viele Menschen das eben nicht so einfach erkennen können. Und in dieser Kombination der Fragen der Work, wenn ich erstmal frage, ist das denn wahr, was du glaubst? Kannst du das absolut sicher wissen, dass das wahr ist? Wie reagierst du? Was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Und wenn ich dann zu dieser Frage komme, wer bist du ohne den Gedanken? Dass dann für Menschen, für die das sonst unmöglich erschien, das zu spüren, dass dann auf einmal sich diese Erfahrung auftut. Und wir sehen können, wer wir ohne unsere Geschichte sind. Es gibt halt auch wirklich einen sehr konkreten Zugang dann, oder? Also tatsächlich im Satsang, finde ich, gibt es das auch manchmal, oder nenne ich das dann sowas wie eine heiße Spur, ja, wenn es da irgendein Erleben gibt, das, was aber wirklich unproblematisch ist. Da wird es dann konkret, dann ist es nicht nur diese abstrakte Frage von wer bist du als eine theoretische, philosophische Fragestellung, sondern wirklich im Angesicht eines problematischen Erlebens. So, wer oder was bist du dann? Und da ist es so einfach, wenn wir die Work benutzen als Werkzeug für Selbsterkenntnis und Selbsterforschung. Wir können einfach immer mit dem anfangen, was uns am meisten Stress bereitet. Wir müssen nicht lange gucken, was könnte ich jetzt machen oder was könnte es sein. Ja, da macht mich was wütend, dass meine Tochter nicht so ist, wie ich sie haben will, oder meine Partnerin, mein Partner oder meine Mutter irgendwie mich nervt oder wer auch immer oder was auch immer. Und das, was am meisten Stress verursacht, damit kann ich starten und kann es mir anschauen. Und das ist einfach so wertvoll. Und natürlich ist es auch für mich auch schön, ja, dass manche Leute zur Work kommen, einfach um ihre Probleme zu klären. Ja, die haben eine konkrete Situation in der Partnerschaft, in ihrem Job, in der Beziehung oder Depression oder was auch immer es ist, dass sie sich nicht gut fühlen. Damit kommen sie zu mir und wollen das geklärt haben. Und dann machen wir die Work miteinander. Und bei sehr vielen dieser Menschen kommt dann dadurch, dass sie ihr Problem geklärt haben wollen, kommt so ein Interesse daran, tiefer zu schauen, hey, was ist denn eigentlich wirklich, die auf eine Art, würde ich sagen, durch die Work auf den Geschmack kommen,
wirklich genau hinzuschauen. Was treibt eigentlich ihr Leben an? Was wollen sie wirklich im Leben? Und ja, was hält sie davon ab, zu erkennen, dass sie einfach schon frei sind? Und das ist einfach auch sehr schön, dass wir es benutzen können, um die Probleme zu klären. Und das funktioniert. Ich habe noch kein Problem getroffen oder gefunden bei irgendeinem Klienten, wo die Work nicht funktioniert hätte. Und dafür können wir die Work benutzen, dass wir erstmal die gröbsten Sachen aufräumen und klären. Und das ist eine Ebene, wie wir die Work anwenden können. Und die andere ist wirklich als Weg der Selbsterforschung, würde ich sagen. Und das ist einfach wunderschön, die Work da zu nehmen dafür, um immer wieder bei uns selbst anzukommen, bei dem, was wir in Wahrheit sind. Gut, schön, danke. Ja. Willst du noch irgendwas dazu sagen? Oder? Ja, vielleicht einfach, ja, die Work, es gibt die Bücher über die Work und es gibt die YouTube-Videos von Katie und so weiter. Und das ist einfach schön zu sehen und schön zu lesen. Und letztlich die Work funktioniert, wenn wir sie machen. Ja, insofern die Einladung, einfach diesen Prozess mal für sich selbst kennenzulernen. Man könnte es auf Katies Website machen, www.thework.com. Ja, oder auf meiner Website flussderstille.de gibt es Anleitungen für die Work. Und ja, man kann es wirklich einfach probieren, mit einem stressigen Gedanken sich die Fragen zu stellen und da durchzugehen. Manchmal klappt das ganz leicht, ja, und für viele klappt es eben, das zu machen. Manchmal bleiben wir vielleicht irgendwo hängen, manchmal ist es am Anfang nicht so einfach, ehrlich zu sein. Ja, es ist einfach ungewohnt, auch uns ehrlich auf diese Fragen einzulassen. Da kann dann eine Begleitung sinnvoll sein oder es sinnvoll sein, das mal im Workshop näher kennenzulernen. Und meine Einladung ist absolut, es einfach auszuprobieren und zu sehen, was passiert, wenn du einen Gedanken, der dir Stress bereitet, wenn du den nimmst, aufschreibst und hinterfragst und deine Antworten eben auch kurz aufschreibst, was wichtig ist dafür, dass wir dabei bleiben, in diesem Prozess bleiben. Ja, und das ist die Einladung, es einfach mal zu probieren. Und du bietest ja auch verschiedene Kurse an, Ausbildungen oder auch thematisch sortierte Workshops sozusagen in verschiedenen Themenkreisen. Ja, also das ist ein wunderschön, die Work in der Gruppe kennenzulernen, weil wir sehr deutlich erkennen können, dass die Art, wie der Verstand funktioniert, bei allen von uns live funktioniert. Ja, oft denken wir ja, mit mir stimmt was nicht, mit mir ist irgendwas nicht so in Ordnung, so die anderen kriegen das alle ganz gut hin, aber da stimmt was bei mir nicht. Gleichzeitig gibt es oft einen anderen Part, wo wir denken, naja, wenn die anderen nur alle so leben würden, wie wir wissen, dass es gut wäre für sie, dann wäre alles in Ordnung. Und diese beiden Tendenzen können wir sehr gut kennenlernen und wir können letztlich sehen, dass unser Verstand gleich funktioniert. Es hat verschiedene Nuancen, verschiedene Stories, die da auftauchen, und eigentlich ist es gleich. Und das ist, allein das ist schon so entlastend für viele Menschen, das zu erkennen. Und dann können wir uns auch in der Gruppe einfach gegenseitig unterstützen, wirklich ehrlich hinzuschauen. Und dafür ist es wunderschön. Und ich mache eben Wochenend-Workshops und dann gibt es eben für die Menschen, die sich tiefer darauf einlassen wollen, intensiv Trainings, die über eine längere Zeitdauer gehen. Und ja, und ich mache eben auch eine Coaching-Ausbildung für die Leute, die eben die Work wirklich anwenden wollen und andere begleiten wollen. Was viele, ja, machen einfach, also viele arbeiten einfach nur mit der Work und viele bringen das eben in ihre Arbeit so mit rein. Also viele Psychologen, Psychotherapeuten, die die Work in ihre Arbeit mit reinbringen, Ärzte und aus allen möglichen Richtungen, ja, die einfach die Work dann als ein Teil nehmen. Und ich selber habe halt für mich die Work als das Werkzeug erkannt, was einfach am effektivsten für mich funktioniert und deswegen arbeite ich eben ausschließlich mit der Work. Und wir können es aber kombinieren mit allen möglichen anderen Methoden. Ja. Gut. Soweit für heute. Ja. Dankeschön. Danke dir.